Ich hab dich gern, so viel, dass ich vermag. Bei finsterer Nacht, grad so, als wir bei Tag. Ich glaub, ich mein, du warst mein bester Gespann. Das ist ganz toll, weil ich sehr viel auch lerne. Also der Umgang der Schülerinnen mit den Senioren ist eine andere Ebene. Und wir erarbeiten ein Stück, wo es geht, wo komme ich her, was bekomme ich mitgebracht ins Leben durch meinen Namen, also die Bedeutung des Namens. Und dann haben wir Schuhe, die wir verwenden, die so wie Stationen im Leben sind oder Aufgaben im Leben, die wir im Laufe des Theaterstücks dann mit Symbolen füllen werden. Und die Schülerinnen erzählen eben erst, wo komme ich her, was bringe ich mit, dann was habe ich mit meinen Händen in meinem Leben gemacht, gerne gemacht, also wie habe ich mein Leben geformt im Prinzip. Und am Ende, was hat mir Glück gebracht oder was macht mich glücklich im Leben, so die Essenz, was kann ich mitnehmen? Und dann, wenn wir einmal die Hände nehmen von den Senioren und von euch, umranden und dann ausmalen. Die werden wir dann ausschneiden und daher legen. Ich habe beide fotografiert. Jetzt ist einmal die linke weg und jetzt mache ich nur einmal von der rechten Bild, gell? Sehr gut. Also ich finde es ganz wichtig, dass es so etwas gibt wie eine Öffnung des Hauses und dass die ältere Generation, die Bewohner hier, nicht in einem Ghetto leben, sondern dass das offen ist, dass Jugendliche ein- und ausgehen, dass sie Kontakt haben zur Bevölkerung und dass wirklich so Auseinandersetzung untereinander passiert. Und es ist ja auch so, dass man sich ja gegenseitig beschenkt. Also die Jungen, die Alten und auch die Alten, die Jungen. Also das ist wirklich etwas, wo das Herz aufgeht. Und das ist eine enorme Bereicherung des Unterrichts, weil ja wirklich vor Ort was stattfindet. Und wir schätzen das sehr, dass wir mit dem Haus Elisabeth so kooperieren können. Ja. Hören wir mehrere Worte immer durcheinander. Das ist kein Klangteppich zum Thema Glück.
Ja? Und wenn es zu weit weg ist, wenn ihr euch nicht traut, jemanden zuzuwerfen, könnt ihr ruhig auch schon näher hin gehen und zuwerfen. Gell? Froh, ja genau, super. Weiter schießen. Familie. Leben. Gesund sein. Mir ist ganz wichtig beim Theater der Generationen, dass die jüngere Generation und die Junggebliebene in Kärnten zueinander finden, das tun sie dadurch und gemeinsam miteinander arbeiten können. Das Schöne ist, dass die Jüngeren einmal durch die Augen der älteren Generation blicken dürfen und umgekehrt das Gleiche und so auch die Lebenswelten und Lebensrealitäten einmal kennenlernen. Und das trägt auch dazu bei, dass Barrieren abgebaut werden und dass dann auch viel freier miteinander gearbeitet werden kann. Das merkt man, wenn man mit dabei ist und in die Augen sieht, und da ist es wirklich egal, ob das die Kinder sind oder die ältere Generation, sie leuchten, sie sind hoch motiviert, und das ist das Schöne dabei, egal ob sie miteinander Theater spielen, egal ob sie musizieren oder miteinander malen, da spürt man einfach die Energie, die da ist, und ich glaube, das tut beiden Teilen unserer Gesellschaft irrsinnig gut, und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir diese Initiative in Kärnten haben. 1, 2, 3, 4, 5, dann die linke, 1, 2, 3, 4, 5, Hände waschen, eine Hände aneinander, um den Hals, streichen die Hände, Klavier spielen, das wäre toll, und dann wiederholen wir mit der rechten Hand beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, und links, und 2, 3, 4, 5, mit der rechten, 1 und 2 und 3, 4, 5 und links und 2 und 3, 4, 5. Hände waschen und den Hals, Zucker streuen und auf Salz, zornig sein, liebevoll, Klavier spielen, das wäre toll. Das Besondere daran ist einfach, dass die Generationen aufeinandertreffen. Ja. Die Schüler erfahren, was die Bewohner zum Beispiel zum Thema Glück bewegt, was sie zu erzählen haben. Und umgekehrt genauso, die Bewohner erfahren, was für die Jugend heutzutage Glück bedeutet. Frau Götz, Sie haben ein Lied gesungen das letzte Mal. Ich bin hier und doch freut sie bei mir. Das Theater der Generationen ist ein Vorzeige- und ein Vorbildprojekt des Landes Kärnten. Der Rahmen des Projektes ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern sowie den älteren Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, einander zu begegnen, ihre Geschichten und Lebenserfahrungen auszutauschen und die Lebenswelt der jeweils anderen Generation besser kennenzulernen. Die kreativen Elemente, wie das Miteinander musizieren, das Singen, das Theaterspielen, das spricht die Emotionen an und das bewirkt eine ganz persönliche Betroffenheit. Auf dieser Basis ist Lernen fürs Leben möglich und es ist möglich, sich selber weiterzuentwickeln und zu entfalten. Durch die filmische Begleitung wird dieser Prozess und auch die Form der Biografie weit sichtbar gemacht und nachvollziehbar gemacht.
Das Projekt selber ist ein wesentlicher Beitrag für ein wertschätzendes, vor allem aber liebevolles Miteinander der Generationen. Im Kreis sagen wir laut Ja weiter. Ich sage zu Ihnen Ja und Sie sagen zu Ihrer Nachbarin Ja. Nein, und später. Erstmal sagen wir Ja. Ja ist Ja. Sagen Sie zu Ihrer Nachbarin Ja. Ja. Und weiter. Ja. Und weiter, ja. 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 Zu der sagst du jetzt bitte ja. Zu ihr sagst du Ubi ja. 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 Wunderbares Projekt Generationen, Austausch zwischen Jugendlichen und Senioren, ein Thema, wo wir wirklich den Alltag der Senioren wirklich wieder ein bisschen lebendiger machen können. Wir haben zu dem Thema natürlich auch Schulen und Kindergärten mit Generationenaustausch und Jugendliche in einem zum Teil pubertären Alter, in einer Situation des Lebens wieder Weiterentwicklung, ist es wirklich sehr spannend, eine Theateraufführung wirklich zu gestalten. Und ich habe sehr spannend gefunden, ja, wie das Projekt eigentlich, ich habe es beobachten können, wie sie sich weiterentwickelt hat, wie sich die Bewohner und Schüler, wie sie aufeinander zugehen und wie eigentlich ein spannendes Leben kann sein zwischen Generationen und eigentlich keine Abgrenzung sein sollten. Ihr habt jetzt jeder jemanden zugeteilt, gell? Und jetzt schauen wir mal, wie die mobil sind. Also wenn jemand, ob jemand beim Gehen eine Stütze braucht oder der Rollstuhl geschoben wird und ob ihr noch Platz habt. Wir können ja nur einen Schuh nehmen, das ist schon mal leichter als zwei Schuhe. Das schaut genauso lustig aus, wenn von jeder Sorte nur ein Schuh vorne steht. Ich bin die Andrea und mein Name bedeutet die Tapfere. Das ist die Katharina Münzer und mein Name bedeutet die Reihe. Super. Und geht's hier draußen, gibt es da ein Gewicht auf der Seite? Der Mann sagt, Frau Demmer zu mir gesagt, die Jotefa mit dem Treffer ist der Haupttreffer für mich. Das ist super. Wenn man Josefa übersetzt, heißt es, wenn man Josefa übersetzt, heißt es, Gott möge vermehren. Ach so? Ja. Oh, sie wissen aber viel. Ja. Für jeden, ne? Theater der Generationen bietet ein Feld der Begegnung für ältere und jüngere Menschen, das anhand verschiedener kreativer Rahmenbedingungen ermöglicht, dass gemeinsam Zeit verbracht wird und zusammen etwas Produktives erschaffen werden kann. Das ist das Besondere an dem Projekt.